Jo, hallo Leute, willkommen zurück zu Dinecraft. Ein paar Folgen sind ausgefallen, ich glaube genau genommen sogar zwei, aber jetzt geht es weiter. Und ja, es gibt wieder so ein paar Sachen, die zeige ich euch jetzt einfach erstmal. Zuerst muss ich wissen, ob mein Schrebergarten noch mir gehört und wie lange. 8 Tage noch. Deswegen gehen wir da hin und verlängern den mal wieder. Zack. Jo, Geld habe ich noch genug. Geld. Ja. Weiß gar nicht, woher ich das habe. Also, ich gehe mal zu meinem GS. Vielleicht wurde mein Shop leer gekauft. Da habe ich noch gar nicht nachgesehen, wie viel da noch am Start ist. Also, Eisen habe ich noch. Da hat keiner zugegriffen. Ey, die Wolle ist weg. Und ich habe die nicht in den Freizeitpark gepackt. Also nicht alles. Hier ist auch eine Menge weg. Aber da habe ich selber ein bisschen geplündert für den Freizeitpark. Das schauen wir auch gleich nochmal rein. Da ist ein bisschen was passiert, aber doch. Es wurde schon ein bisschen was gekauft. Oh, gelbe Wolle. Ein Stück oder zwei? Ne, ein Stück war das. Ah, gebrannter Ton. Ja, den lasse ich jetzt auch drin. Hier nichts. Na gut. Dann gucken wir mal. Wo gucken wir denn zuerst? Gehen wir mal zu dem Freizeitpark. Da gibt es ein Warp. So. Da ist Dianik, ein Bilder vom Freizeitpark. Hallo. Und ihr seht schon. Nein, es ist Linus. Das ist gar nicht Dianik. Der ist Bilder auf dem Server, aber nicht vom Freizeitpark. Ihr seht schon, dass hier ein bisschen was passiert ist. Ich schaue jetzt erstmal hier nach, ob es da noch ein paar Leute gibt, die jetzt. Was? Ja. Also wir haben jetzt wieder ein paar Leute mehr. Also. Ich glaube, das war melonige Melonen. Hat mega viel gefarmt. Das sind so die letzten, die dazugekommen sind hier. Und wir haben jetzt auch eine Menge an hellblauen Ton. Momentan brauchen wir das eigentlich gar nicht mehr. Wobei, doch, es könnte auf jeden Fall. Doch, wir brauchen noch mehr. Also könnte weiter fleißig farmen. Denn für dieses Gebäude hier. Und der Yannick, ich habe jetzt halt auch diesen Vorplatz angefangen. Der Yannick hat hier so ein. Schön, ja, Springbrunnen hingestellt. Kann man schon so sagen. Ja, ob der jetzt hier stehen bleibt, mal sehen. Und das ist jetzt halt auch nur der Rohbau. Also wir brauchen vor allem noch ganz viel Quarz. Das hier oben ist jetzt nur mit Wolle aufgestockt. Das ist natürlich ein bisschen blöd mit Quarz. Auch hier unten eigentlich die Treppen. Moment, die Stufen da. Nee, die Treppen. Ihr seht sie da in diesen Steinziegeln, die sollen eigentlich aus Quarz sein. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Also wer wirklich viel Quarz abzugeben hat, der kann sich gerne melden. Da sind wir dankbar für. So, dann gibt es hier auch was Neues. Wobei, so viel ist es noch nicht. Aber hier baut der Yannick ein Zirkuszelt. Und die Mauer, die ist eigentlich hier so lang gelaufen. Und dann hat er echt die ganze Mauer schon hier nach hinten gezogen. Ist richtig cool. Auf jeden Fall passiert hier was. Was steht da drauf? Bestimmt Zirkuszelt. Genau. Ja. Und ich habe auch weitergebaut. Und zwar hier hinten habe ich mit dem Freefall Tower angefangen. Da ist das gute Stück. Der ist echt schon. Bis auf den letzten Abschnitt oben kommt nochmal weiße Wolle. Sonst ist er eigentlich schon erstmal fertig nach oben hin. Ja, ich muss hier unten noch. Das muss alles mit Andesit aufgefüllt werden hier. Haben wir halt gedacht, Andesit könnte da gut reinpassen, weil da haben wir einfach noch so mega viel. Ihr habt auch wieder in der Videobeschreibung die Links zum Forum. Da habt ihr auch noch mal eine Overview-Map so von diesem Gebiet, wie das geplant ist. Wobei, da weiß ich gar nicht, ob ihr da einen Zugriff habt. Aber auf jeden Fall seht ihr diese Verwaltungs-Docs von Google. Da stehen halt drin, wer da aktuell alles mitmacht, was wir dringend benötigen und so weiter und so fort. Blöd ist natürlich, dass es hier Fallschaden gibt. Deswegen habe ich hier erstmal einen Pool drin. Ich habe gefragt, das möchten sie nicht unbedingt ausstellen, weil das so den ganzen Reiz verliert am Bauen. Aber später, wenn der Freizeitpark dann
fertig ist, dann kann man den auf jeden Fall... Warte mal, hier ist doch was falsch. Also später wird der Fallschaden auf jeden Fall ausgestellt. Einfach damit die Leute, wenn es mal buggt und die dann irgendwie aus der Achterbahn fliegen, damit die nicht sofort rumheulen, oh, alles ist weg. So, hier muss eigentlich Erde rein. Ich habe bloß jetzt gar nichts da eigentlich. So, und ich kann mal kurz sagen, warum zwei Parts ausgefallen sind. Eigentlich waren die vorgesehen vom letzten Event, und zwar von dem Jump'n'Run. Das zeige ich vielleicht mal als nächstes. Fight Club. Ich weiß gar nicht mehr, war das Portal? Hä? Ach ja, doch, ist ja hier gewesen. Ach, das ist von der Siegerehrung. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Reihenfolge, aber ich glaube, der Flo war zuerst das, also Floxe, dann Seas. Und wer war denn der andere? Weiß ich gar nicht mehr. Wir haben das hier jedenfalls, also ich habe das aufgenommen. Und das ist cool, man konnte hier halt an dem Sonntag die ganze Zeit rauf und runter laufen. Ich habe da so ein paar Spieler, die ich im Channel hatte, mit, oder wo ich im Channel war, dann mit aufgenommen. Blöderweise, ich muss mal gucken, ob ich das noch verbessern kann, die Aufnahme. Die ist irgendwie überhaupt nicht gelungen. Eventuell reiße ich es nach, sonst ist die leider futsch. Und deswegen kam jetzt auch die zwei Tage nichts, weil ich das versucht habe, irgendwie noch hinzubekommen. Und ich habe so spontan auch noch mitgemacht. Ich bin bis da gekommen, glaube ich. Diese Leitersprünge hier unten, ich habe die gehasst. Ich hasse die immer noch. Ich hasse generell Leitersprünge. Ja, mal gucken hier. Höpp. Und da rüber zu kommen, das war irgendwie schon... Ja. Jetzt kriege ich das schon fast beim ersten Mal hin, weißt du? Oh. Naja. Habe ich jetzt aber auch keinen Bock, das weiter zu probieren. Jedenfalls, da unten bin ich so mega lange hängen geblieben, da an diesen drei Stufen. Und dann da oben zum Schluss, aber ab da geht's dann eigentlich. Erstmal. Weil der Fabian Style 6, oder wie er genau heißt, weiß ich jetzt nicht. Der war, oh, hier ist ein Vierersprung, wie es aussieht. Also gegen ihn bin ich angetreten und er ist selber auch nicht so weit gekommen, also... Man musste eigentlich nur weit kommen. Man musste es ja nicht mal bis zum Ziel schaffen. Aber da kommen noch so ein paar krasse Elemente. Auf jeden Fall hat das mega Spaß gemacht. Vor allem, dass man gegeneinander antritt und dass man auch hier so schön an der Seite langlaufen konnte. Und die Leute haben auch angefeuert. Das war richtig cool. Das war echt ein cooles Event. Also Respekt an das Team. Habt da echt gut gemacht. Was ist da hinten? Nix. So, okay, gehen wir wieder zurück. Wie komme ich denn da zurück? Zum Spawn, ne? Hä? Nö. Gehen wir übers Hub einfach zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich von da zurück in die City Build komme. Hui! So, ist jetzt gerade nicht so viel los. Ach ja, und morgen ist wieder 19 Uhr Angel-Event. Ich meine 19 Uhr, das ist wohl jetzt jeden Freitag. Also für die, die es noch nicht kennen, ihr müsst dann einer gewissen Party joinen. Und dann werden die Items, die Leute angeln, random an die anderen aus der Party verteilt. Also alle Items, nur die Fische eben nicht. Die behält man selber. Also so ein bisschen Slimeblöcke brauchen wir auch noch als Trampolin für den Bau vom Freizeitpark. Um uns aufzufangen, wenn wir ja in schwindelerregender Höhe bauen. So, aber irgendwas wollte ich eigentlich noch ansprechen. Da weiß ich gar nicht mehr, was das war. Was macht denn hier der Yannick? Der Linus, schon wieder Yannick. Schon wieder sage ich Yannick. Ich glaube, sein PC ist noch kaputt. Ich könnte hier mal noch ein bisschen Dirt holen. Oh, grobe Erde. Alter, wie viel Grasblöcke. Ich brauche den normalen Dirt. Die grobe Erde finde ich ziemlich cool. Die kann man für Deko-Sachen nutzen. Deswegen verbaue ich die hier nicht. Ach, ich weiß wieder. Jetzt, wir gehen mal eben auf meinen Testserver, damit ihr seht, dass auch was passiert bei dem Freizeitpark. Bitte immer noch nicht über den Namen wundern, hat sich mein Bruder mal ausgedacht.
Und hier ist immer schlechtes Wetter. So. Hier ist auch mehr passiert. Die ganzen Bilder und Parkleiter können jetzt hier auf meinen Testserver mit drauf. Also haben hier komplett die Rechte auch für die ganzen... Ach, da habe ich es noch weiter probiert. Ich krieg's einfach nicht hin, hier das nach unten zu bauen, ohne dass das Wasser da drüber läuft. Und ich will es eigentlich schon so haben, dass das Wasser nicht durch Glas getrennt wird, wie das dann hier unten überall der Fall ist, weil das sieht so mega blöd aus, alles. Hier mit dem Glas. Aber es geht wohl nicht anders, leider. Und ich irgendwann mache ich hier mal weiter. Raus. Ja, hier haben wir nämlich noch eine Achterbahn. Eine baut der Lecrylex und die andere baut der Betanus. Also, das fand ich schon mal richtig cool hier. Ah, sogar Wartezeiten. Und jetzt haben sie das auch schon krass dekoriert. So, dann bam. Ups. Da war aber ein Leck gerade irgendwie. Oder das ist kaputt jetzt. Ah, jetzt. Und dann wird man ja in diesen Vulkan gefeuert. Dann hier wieder raus. Es ist ziemlich cool mit den Slime-Blöcken und Pistons. Ja, das ist echt nice geworden. Auch hier. Du hast schön hin und her geboxt. Und ab hier weiß ich gar nicht mehr, wie das weitergeht. Oh, man fällt runter. Ah, dann geht es rückwärts weiter, sehr schön. Aber diese Deko-Blöcke, die müssen wir uns ja dann eigentlich auch kaufen. Wie gesagt, wir kriegen nichts vom Team gestellt. Ja, das ist so eine Dinosaurier-Achterbahn halt. Ich finde das auch cool, dass es zum Schluss so langsam ist. Also hier seht ihr halt... Das soll irgendwie ein Dinosaurier sein. Das spuckt Feuer anscheinend. Dann da. Kann man noch ein paar Elemente mehr auch bauen, aber auf jeden Fall passiert da was. Nur, glaube ich, sind sie sich hier ein bisschen in die Quere gekommen. aber ist kein Problem, das kannst du einfach irgendwo da hinten hin kopieren. Wenn nicht, einfach mal fragen, das kriege ich eigentlich auch noch hin. Die Frage ist nur, ich weiß nicht, wie weit man hier nach unten muss. Ich schreibe da mal eben ein Schild hin. Wieso findet er das denn nicht sofort? Weil ich SCH eingebe. Woanders hin kopieren. Ich glaube, ich mache das auch mal gerade. Jetzt muss ich nur gucken. Habe ich hier die Tools schon drauf? Das passt. Wo muss ich denn da anfangen? Am besten hier oben. Position 1. Irgendwie nach unten in den Untergrund geht er noch nicht. Boah, da muss ich aber hier auch noch mitnehmen. Ah. Ärgerlich. Dio. Was? Ach nee, das war Granit. Granit. Komm, der reicht aus. Ach so, warte, das ist doof. Hallo? Kopieren? Ich hoffe nur, dass er das alles richtig kopiert. Vor allem die Schienen und so. Reicht es hier vom Platz? Ja, sonst muss er das sich hier noch platt machen.
So, ja. Ups. Jetzt müsste er nur noch die Bäume hier wegreißen. Kriege ich das nicht mit einem Befehl hin? Ja, kriege ich schon. Ich muss nur gucken, bis wohin ich gehen darf, weil hier würde er sonst auch die Elemente von der Achterbahn wegnehmen. Ups. Ey, immer das Falsche, ne? Replace Wood mit 0. Warte mal, ich brauche das Info-Tool. Das ist was? 106,8. Alter. Mit 0. Oh. 17,3. Doppelpunkt 3 mit 0. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich schnell geht. Die Leaves kann ich doch komplett. Die haben was? Und zwar die. Was? 3? Ne, 18,3. Mit 0. Oh, das war aber nicht viel. Position 2. Wieso nimmt er die denn nicht mit hier? Ach, das ist 18,11, das sind andere. Seltsam. Jetzt. So, den Rest kann man dann eigentlich per Hand machen. Ups, da war... Ich weiß nicht was, ich nehme erstmal die. So, das gehört ja auch nicht mehr zu seiner Achterbahn. Ich weiß nicht, welche jetzt von wem gebaut wird hier gerade. Warte mal, hier kann ich doch auch. Position 1 und... ja, weiß ich nicht. Schon wieder. Nehmen wir das Falsche. So hat er den eigentlich stehen gelassen. Dim, 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 dim. Irgendwie dieselbe Leier gerade. Ich hatte eigentlich Shuffle an. Egal. Ich hasse die Dinge abzubauen, ne? Die sind einfach so dünn. Also ich weiß, was das hier werden soll, wenn es fertig ist. Das ist ziemlich klein, aber fein. Mit schön vielen Details. Also eine Achterbahn muss ja nicht immer mega groß sein, ne? So, jetzt habe ich das trotzdem schon wieder komplett kopiert, also... Naja, ich weiß ja nicht, ob er wusste, wie das funktioniert. So, aber jetzt haben wir eigentlich schon Überlänge und das ist eigentlich das Eingangsgebäude, so wie ich das erstmal geplant habe, aber... Der Yannick wird garantiert noch viele Ideen haben, wie man das noch ein bisschen detailreicher machen kann später. Aber an der Stelle bin ich erstmal raus. Danke fürs Einschalten. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, haut drin, bis dahin. Tschüss.